So, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur Präsentation des Abschlussberichts der 7. Initiative des Internet und Gesellschaft Collaboratory mit dem Namen Lernen der digitalen Gesellschaft, offen, vernetzt, integrativ. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind und den Bericht präsentieren mit einem Schmankerl. Das haben Sie vielleicht schon mitbekommen, ein Streitgespräch über Massive Open Online Courses, aber dazu ganz viel mehr später. Organisatorisches ganz kurz von meiner Seite. Erstmal organisatorisch gehört auch dazu. Mein Name ist Christine Nahr. Ich habe die Initiative geleitet und koordiniert. Viele von euch und Ihnen kenne ich auch. Es freut mich sehr, dass wir heute nochmal so zusammenkommen. Wir sind von ungefähr jetzt bis 13 Uhr, 13.30 Uhr hier auch allein. Das Spacecamp ist geschlossen. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal sehr fürs Danke an Spacecamp, dass hier die Veranstaltung stattfinden kann. Das ist sehr nett. Genau, dann haben wir bis 13.30 Uhr ungefähr unsere kleine Runde. Ab 13.30 Uhr gibt es dann kleine Snacks und was zu trinken und alle sind eingeladen, bis X zusammen, bis spät in die Nacht von mir aus, sich weiter auszutauschen und so weiter. Das würde mich sehr freuen. Der Hashtag, den wir seit Beginn der Initiative, der uns seit Beginn der Initiative begleitet, ist CoLab7, der auch heute vielleicht eine Rolle spielt, auch als Codewort für die, da wir ja sozusagen dann die Runde wieder öffnen, das Basecamp wieder geöffnet ist. Wer also was zu trinken haben will von euch und Ihnen, der kann an der Bar dann das Codewort CoLab7 sagen und bekommt dann ein oder zwei oder x Freigetränke. Noch ein weiterer Hinweis, wir haben eine kleine Website, lernen.collaboratory.de. Dort sind alle Ergebnisse drauf, Präsentationen, Berichte, alles gebündelt, schön zusammengeformt und so weiter. Der Blog natürlich auch. So, jetzt erstmal habe ich ganz viel geredet. Ich übergebe an Joranus Meerholz, der heute das Streitgespräch Augenzwinkern zwischen Markus Daimann und Johannes Klöpper moderieren wird. Bitte, viel Spaß und wir sehen und hören uns später. Danke sehr, funktioniert. Mögt ihr gleich dazukommen? Das ist Markus Daimann, das ist Hannes Klöpper, zu den beiden gleich nochmal mehr. Joran Moos-Meerholz ist mein Name, ich habe im Rahmen dieser Initiative mitarbeiten dürfen und freue mich sehr, dass ich jetzt auch noch gefragt worden bin, ob ich das moderieren darf. Ich freue mich, dass wir die beiden Streithähne dazu kriegen konnten und bin mal gespannt, ob ich vom Moderativen jetzt eher so ein Blauhelm werde oder dritter Streithahn oder sowas. Sie sollen auch gerne mitstreiten, wir haben uns das vom Aufbau erstmal ein bisschen klassischer gedacht, also die beiden sollen sich erstmal austoben und dann sollen sie mit ihren Fragen und Kommentaren dazwischen kommen. Und vielleicht machen wir dann auch einfach Schluss und machen es nicht mehr hier oben mit dem Streiten, sondern im Sinne des Themas als Peer-to-Peer-Streit, alle mit allen, die wollen, um dann weiter zu diskutieren. Meine Referenten haben Getränke, Markus, du auch. Ich habe es eben versucht mit dem Codewort, ich wusste nicht, was es ist. Ich habe oben versucht, das ging aber nicht. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Omen jetzt ist. Ich würde gerne einmal vorab, damit wir so eine Idee haben, wer vor uns sitzt von Ihnen, wissen, wie nah Sie an dem Thema sind oder wie fremd Ihnen dieses MOOC-Gerede ist, wo es so ganz verschiedenste MOOC-Kürzel und verschiedenste Varianten gibt etc. Mögen Sie uns einfach durch Handzeichen zunächst mal sagen, wer von Ihnen hat sich zumindest schon mal für einen MOOC angemeldet? Jetzt so für die Videokamera, das ist so die Hälfte, okay. Wer hat auch schon mal aktiv teilgenommen, noch nicht abgeschlossen, das ist dann ja die Königsdisziplin, das ist dann ein bisschen weniger. Wer hat schon mal tatsächlich einen MOOC bis zum Ende abgeschlossen? Eins, anderthalb, noch zwei weitere Personen, okay. Das ist, glaube ich, sehr repräsentativ, was wir hier gesehen haben. Wer hat schon mal selbst einen MOOC angeboten? Von wegen Hype. Wer überlegt, ob man nicht 2013 einen MOOC anbieten sollte? Hype, okay. Oh, hallo Hype.
Schauen wir mal. Vielleicht auch noch ganz kurz als Meinungsbild vorab, wenn Sie sich entscheiden müssen, Hype oder Heilsbringer? Hype? Eher Hype? Eher Heilsbringer? Das sind die gleichen wenigen Leute, die sich gemeldet haben. Sehr schön. Gut. Gut. Mögt ihr beide mal eure Mikrofone austesten? Ich würde euch bitten, als Einstieg kurz etwas zu sagen, was euch mit dem Thema verbindet. Ihr habt beide professionell mit irgendwas mit Online-Learning zu tun, und wie massive oder wie open das ist, werden wir sicher noch in den nächsten 30 Minuten diskutieren können. Ich würde gerne mit Hannes Klöpper anfangen. Er hat Iversity gegründet, er hat ein Buch über die Universität des 21. Jahrhunderts geschrieben, mitgeschrieben und mitgegründet, ja. Markus Daimann ist an einer deutlich älteren Institution, die trotzdem, werden wir sicher im Gespräch noch drauf kommen, vieles von dem schon lange macht, worüber wir heute als Hype sprechen, die Fernuniversität in Hagen. Mögt ihr vielleicht beide kurz nochmal sagen, jetzt Iversity ist vielleicht nicht ganz hier im Begriff, wahrscheinlich 90% der Leute hier im Raum, die Fernuni Hagen wahrscheinlich 92%, trotzdem ein Satz dazu, was passiert da, wie sieht es konkret aus bei euch? Ja, ich kann einfach mal kurz nochmal rekapitulieren. Also ja, eben wie du sagtest, Mitgründer von Iversity, mein Kollege Jonas Liebmann hat das Ganze ursprünglich initiiert. Das war so ein studentisches Gründungsprojekt, was zunächst Exist gefördert wurde, und dann haben wir uns später zusammengetan und haben eben das dann in nochmal neuer Form als GmbH so richtig angeschoben, und wir sind eine Plattform für Online-Lehre. Wir sind gerade dabei, eine Ausschreibung zusammen mit dem Stifterverband zu machen, wo es darum geht, dass wir Leute suchen, die Interesse daran haben, Massive Open Online Courses zu unterrichten, und das ist also der Zugang zum Thema, den ich hier mitbringe. Danke. Markus? Ja, ich arbeite an der Fernuniversität in Hagen, die 1974 gegründet wurde, als Reformprojekt Universität der zweiten Chance. Wir haben ca. 80.000 Studierende, und da das Fernstudium ja konzeptionell oder per Definition auf Medien angewiesen ist, um diese Kluft zwischen Lehrenden und Lernenden zu überbrücken, experimentiert die Fernuniversität auch schon seit Jahrzehnten mit Medien rum, und da gibt es eben dann so jetzt Geschichten wie Lernplattformen, die eingesetzt werden, um die Kommunikation und das Unterrichten zu bewerkstelligen. Und ich persönlich interessiere mich dann eben vor diesem Hintergrund für das Thema MOOC, weil ja Massive und Massenkurse, da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ja. Wenn Sie zwischendurch was Dringendes rufen wollen, Sie da hinten müssten bitte pfeifen oder schnipsen oder sowas. Ich muss unhöflicherweise zumindest der Hälfte den Rücken zudrehen. Einfach entweder schreien oder sich sonst irgendwie kenntlich machen. Wir fangen mal ganz grundlegend an. Also nehmen wir mal an, ihr werdet jetzt mit dem Taxi hergekommen und der Taxifahrer hätte gefragt, wo fahrt ihr hin, was macht ihr da? Und ihr hättet gesagt, naja, ich diskutiere über MOOCs, und der Taxifahrer, weiß nicht, was ist das in Berlin so? Germanistikstudium, 30. Semester? Ich bin kein Berliner, das ist jetzt meine Verallgemeinerung. Wie erklärt ihr dem, was das ist, worüber ihr hier diskutiert? Magst du nochmal anfangen, Hannes? Ja, kann ich gerne machen. Also im Prinzip lässt sich hier in einem Satz zusammenfassen als universitäre Online-Lehre, die jedem offen steht. So, ich glaube, das ist ja das, was da so auf einer ganz allgemeinen Ebene beschreibt, was da vor sich geht. Aber ganz grundlegend, oder was das Ganze bedeuten macht und weswegen man, glaube ich, hier jetzt darüber spricht, ist ja nicht die Tatsache, dass da erstmalig irgendwie jetzt unter diesem Kürzel universitäre Lehrinhalte online angeboten werden. Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Da gibt es ganz viele Ausprägungen, Abstufungen und so weiter, wo ähnliche Dinge oder Aspekte davon schon vorher online passiert sind oder eben halt davor noch auf Papier oder Radio oder Fernsehen und so weiter und so weiter. Sondern dass es das, was ja eigentlich da passiert ist, meiner Meinung nach, ist, dass der durchschlagende Erfolg beim Publikum sozusagen, also die einfach die schiere Anzahl der Leute, die sich dafür interessiert haben, die sich angemeldet haben, aber eben auch die abgeschlossen haben in diesen ersten beiden Kursen, so groß war, dass es wirklich
ganz grundlegend den Diskurs verändert hat über die Rolle von Technologie im Bildungswesen in den USA und jetzt eben zunehmend halt auch weltweit. Und ich glaube, das ist eigentlich das, weswegen wir heute hier sitzen. Kannst du es für den Taxifahrer noch etwas konkreter ausmalen? Ja, ich würde auch noch einen anderen Punkt stark machen. Und zwar, also würde ich ihm jetzt nicht ganz so zustimmen. Und zwar ist es für mich nicht universitäre Lehre, sondern einfach Lehre und Lernen im Internet. Und das Kennzeichen für mich ist ja auch diese Zusammenarbeit über Social-Media-Kanäle. Wenn man sich die ersten MOOCs anguckt, da haben sich ja Bildungspioniere, Technikenthusiasten zusammengetan, haben Themen vorgestellt und dann wurde diskutiert, aber fernab von dem, was wir heute als MOOCs oder Open Courses kennen, sondern da ging es wirklich darum, sich zu vernetzen weltweit, Dinge zu diskutieren und die dann auf den ganz verschiedenen Social Media Plattformen publik zu machen. Der Taxifahrer steht im Stau. Also wir haben noch 5 Minuten Zeit, um das zu beschreiben. Wir haben eben ja gehört, die Hälfte hat noch nie sich für einen MOOC überhaupt nur angemeldet. Mögt ihr einfach ein Beispiel raussuchen, vielleicht ein Lieblingsbeispiel, wie so ein MOOC konkret aussieht, den ihr vor Augen habt? Konkret sieht es so aus, dass es eben über eine gewisse Anzahl von Wochen läuft. Das sollte auch nicht so lang sein, sondern sagen wir mal vielleicht so 10 Wochen. Und da werden dann Themen pro Woche oder alle 14 Tage vorgestellt, die ziemlich breit sind, also sind nicht keine so Spezialthemen, damit man möglichst noch Unterthemen identifizieren kann während der Zeit. Und da gibt es dann... Sag mal ein Beispiel ruhig. Zu? Für ein Thema, für so einen Kurs. Ja, also was man oft hat, ist Zukunft des Lernens, digitale Gesellschaft oder so. Dann gibt es dann eben die Unterthemen, Mobile Learning, Tablet und so weiter. Und dann versucht man daraus neue Trends zu identifizieren und sich dann eben zu vernetzen. Also es geht darum, also so das Netz auszuschöpfen, deswegen spielen auch so Kurationswerkzeuge wie Scoop.it auch eine große Rolle, dass man wirklich versucht, das, was da tagtäglich an Informationen bereitgestellt wird und an Wissen produziert wird, dass man das besser kenntlich macht und davon partizipiert. Hast du noch ein Beispiel, Hannes? Ja, ich meine, ich würde jetzt einfach dem Taxifahrer wahrscheinlich das Beispiel erklären, was eben meiner Meinung nach, wie gesagt, dafür verantwortlich ist, dass wir hier sitzen, eben also diesen Kurs in künstliche Intelligenz, den Herr Truhn damals gegeben hat in Stanford oder beziehungsweise aus Stanford heraus sozusagen, dass also jemand, der regulärer Professor an einer Hochschule war, gesagt hat, hey, ich habe diese Lehrinhalte, die vermittle ich ja schon seit langem in traditionellen Lehrformaten. Wie wäre es denn, wenn da jeder mitmachen könnte? Dass das so die grundlegende, der erste Impetus war, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann halt überlegt hat, in welchem Format kann ich das so aufbereiten, dass man es über Internet sinnvoll daran teilnehmen kann. Und dass er das dann einmal umgesetzt hat und damit eben, wie gesagt, einen beeindruckenden Erfolg erzielt hat, insofern als dass sich halt Zehntausende von Leuten dafür angemeldet haben und mitgemacht haben. Bevor ihr streitet, ich habe an Markus Daimanns Augenbrauen gesehen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Aber nochmal einmal für die Leute, für die Hälfte, die es noch nicht gesehen hat, wie sieht es konkret aus, dass da 10.000 Leute irgendwas machen? Genau, also was machen die? Genau, er hat sich halt so ein neuartiges didaktisches Konzept überlegt, beziehungsweise irgendwie verschiedene Konzepte adaptiert, zusammengefügt, wie auch immer, und halt auch auf Technologien zurückgegriffen, die in anderen Bereichen schon erfolgreich eingesetzt werden. Da sind so 3 Kernelemente, vielleicht 4 könnte man sagen. Das erste ist halt eine neuartige Nutzung von Video, nicht der Vorlesungsmitschnitt von 90 Minuten, sondern ein kurzes, prägnantes Video, das irgendwie innerhalb von 3 bis 5 Minuten eine Sinneinheit erklärt, ein spezifisches Konzept. Dann wird das halt, wird dieser Input unterbrochen und es gibt eine Interaktionsform irgendeiner Art, damit die Leute nicht nur passiv konsumieren, sondern eben durch zum Beispiel die Beantwortung von Multiple-Choice-Fragen einmal gecheckt wird, okay, hat derjenige überhaupt verstanden, worum es da ging, hat er zugehört oder aufgepasst, beziehungsweise andersrum auch Feedback für den Dozenten, hat das, was ich hier produziert habe, gefruchtet, hat derjenige das, war es geeignet, um ihm das beizubringen, was ich ihm beibringen wollte damit. Und dann als so ein drittes Element die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, Fragen zu stellen und eben auch diese Fragen durch die Gruppe der Teilnehmenden kuratieren zu lassen. Und das heißt also, wenn ich eine Frage stelle und jemand anders gibt eine Antwort darauf, dann kann wiederum ein Dritter kommen und sagen, diese Antwort
ist gut, relevant, richtig, wie auch immer, und kann sie durch, indem ihr dafür abstimmt, dafür sorgen, dass ihr halt nach oben wandert, sodass immer die relevantesten, besten Antworten unter den jeweiligen Fragen stehen. Das sind so die drei Kernelemente, und ein viertes, was man vielleicht noch dazu nehmen könnte, ist, dass das Ganze eine gewisse Zeitlichkeit hat. Es wurde halt im Gegensatz zum Beispiel zu OpenCourseWare Inhalten, also diesen Lehrmaterialien, die ja schon vorher über 10 Jahre lang frei ins Netz gestellt wurden, wurde es halt nicht einfach nur hingestellt und gesagt, hier ist es, nimm oder ne, mach, tu damit, was du willst, sondern gesagt, okay, es gibt diesen Kurs, der fängt dann und dann an, da ist dann und dann eine Prüfung und dann ist er zu Ende. Und in dieser diese Zeitlichkeit hat auch dazu geführt, dass halt die Aufmerksamkeit von tausenden von Leuten zum selben Zeitpunkt auf eine gewisse Frage gerichtet wurde, und das hat eben die Dynamik in Gang gesetzt, wo eben auch dieses Peer-to-Peer-Element, dass die Leute zum Beispiel eben Fragen stellen und sich gegenseitig beantworten, wirklich gut funktioniert hat. Ab jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr gerne das, eure Augenbrauen in Widersprüche umsetzen könnt. Ja, ich höre da noch nicht so wirklich viel Neues, und auch wenn ich höre didaktisches Konzept, neues didaktisches Konzept, also für mich ist da nichts Neues dabei, weil es gibt es in der Lehre schon seit Jahrzehnten, dass eben zeitliche Taktung stattfindet, und es gibt Semester, dann werden gewisse Themen diskutiert, und es gibt natürlich auch Sinneinheiten in Vorlesungen, Seminaren, Tutorien, Übungen und so weiter. Da sehe ich jetzt noch nicht so die Neuerung. Und also, was man auch verstehen muss, ist vielleicht, dass die Leute, die da das jetzt bekannt gemacht haben, also vor allen Dingen die zwei Plattformen Coursera und Udacity, kommen ja aus dem Informatikbereich und eben nicht aus dem Pädagogik, Didaktik, bildungswissenschaftlichen Bereich. Und da ist natürlich so ein Glaube dran, Technik kann jetzt vieles ermöglichen, was man aber aus didaktischer Sicht sagen würde, nee, also das macht jetzt vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Nichtsdestotrotz ist es wirklich eine schöne Entwicklung, weil, wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen kann, weil das ganze Thema MOOCs steckt ja auch hinter dem Thema Open Educational Resources, was wohl ein Codewort ist, was ganz viele Trends der Digitalisierung katalysiert. Und das ist ja schon 10 Jahre alt, also 2001 mit dem MIT, wir geben alle Ressourcen frei. Da ist lange nichts passiert, so bis 2008, weil man dann auch gemerkt hat, nur das reine zur Verfügung stellen von Informationen, Vorlesungsmitschnitten, Skripten und so weiter macht noch keine Bildung, noch keinen Lernprozess. Deswegen hat man immer versucht, so Konzepte zu entwickeln in Richtung Open Educational Practices. Und MOOCs ab 2008 sind dann genau in diese Richtung gegangen. Also dass man wirklich versucht, jetzt Dinge zu erarbeiten, gemeinsam sich auszutauschen und das Netz dann auch als digitalen, offenen Kulturraum zu begreifen. Problematisch meiner Meinung nach ist, dass man das jetzt wieder einen Schritt zurückgeht, dass man nämlich durch diese Plattform die wilde Bestie OER wieder einsperrt in einem Käfig, könnte man fast sagen. Redet ihr vom Gleichen eigentlich? Ja, das ist interessant, das ist eine interessante Frage. Es gibt halt eben diese definitorische Verwirrung bei diesem Thema, darüber, was man unter dem Begriff MOOC versteht, denn wie gerade schon gesagt wurde, 2008 gab es eben die ersten Entwicklungen in diesem Bereich, die aber dezidiert anders ausgesehen haben als das, wovon man heute eigentlich spricht, wenn man MOOC sagt, oder was man meint, was die meisten Leute meinen, wenn sie MOOC sagen, oder das, wovon die meisten Leute erfahren, über das die meisten Leute von dem Thema MOOC erfahren haben. Ja, und zwar, es gibt eben einerseits eher diesen Ansatz des kollaborativen, partizipativen, wir sammeln Informationen, kuratieren die gemeinsam und tauschen uns darüber aus, aber relativ nicht spezifisch zielgerichtet, sondern eher ja, wild, wie gerade gesagt wurde. Und das andere, was jetzt, worunter das Wort MOOC eigentlich diese Bekanntheit erlangt hat, ist, und das ist interessant, beide Gründer der benannten Plattform, Coursera und Udacity, haben ihre Lehrveranstaltung selber gar nicht MOOC getauft, sondern das hat die Presse getan. Da ist es halt so, dass es insofern eher klassisch, als es gibt, dort einen Lehrenden gibt, der mit einem bestimmten Konzept auftritt und auch in einem mehr oder weniger direktionalen Prozess sagt, so okay, wir stehen heute hier, und wenn ich mit euch fertig bin sozusagen, nach so und so vielen Wochen, dann habt ihr das, das und das und das verstanden und könnt diese und jene Fragen oder Prüfungen bestehen und Fragen beantworten und dergleichen. Und das sind wirklich zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge meiner Meinung nach. Bloß wie gesagt, es ist diese Verwirrung
lässt sich so leicht nicht auflösen, wenn man sich nicht irgendwie da also darauf einigt. Und deshalb gibt es mittlerweile diese Unterscheidung in C-MOOCs und X-MOOCs. X-MOOCs, diese, die Coursera und Udacity durchführen. C-MOOCs, das, wo das Ganze ursprünglich 2008 mal angefangen hat. Wie gesagt, meiner Meinung nach unterschiedliche Dinge, so richtig kontinuierliche Entwicklungslinie kann man da eigentlich gar nicht aufzeigen. Aber ja, das nur so, das ist aber auch schon, dann sind wir schon mitten in der sehr speziellen Fachdebatte so zum Thema. Ja, aber lass uns die mal zur Didaktik führen. Also ist es jetzt zu vereinfacht zu sagen, die X-MOOCs übertragen die Vorlesung ins Internet und das andere ist irgendwo so zwischen Seminargruppe, Kolloquium und weiß nicht, was man an der Universität heute so sagt? Also natürlich muss man sagen, dass das Coursera und Udacity sich drum bemühen, auch mit dieser riesigen Anzahl an Studierenden Herr zu werden. Und es ist eigentlich klar, dass man nicht erwarten kann, dass jeder dann eine Frage direkt zum Professor stellen kann und der die dann innerhalb von einer Stunde beantwortet, sondern da gibt es ja natürlich informationstechnisch gestützte Systeme, um das ein bisschen besser zu bewerkstelligen. Also da muss man natürlich auch Abstriche von der Didaktik machen, wenn man sich auf dieses Format einlässt. Und dann denke ich, wenn nicht, dann ist auch die Frage, warum muss es immer massive sein und warum muss, also jetzt von zwei Plattformen, warum muss die ganze Welt beglückt werden von den zwei, warum kann man nicht das Format versuchen zu übertragen auf andere? Da werden wir uns ja einig. Auf andere Plattformen noch, um das so ein bisschen breiter zu fahren, weil der Trend, also wenn es dann, das hat man ja in anderen Internetbereichen auch, also dass es dann nur noch wenige große Player gibt, die dann den Markt unter sich aufteilen. Und das ist natürlich auch ganz klar ein Markt geworden, weil die beiden ja durch Risikokapital finanziert sind. Die haben im Moment noch nicht so das richtige Geschäftsmodell und da gibt es ja auch den bösen Spruch, also weil die Kurse ja frei sind, dann kann man sagen, if you're not paying for it, then you are the product. Also man ist dann selber Teil des Produkts, so wie man es eben von anderen Internetanwendungen auch kennt. Und natürlich, also ich sehe das jetzt auch nicht zu kritisch und zu pessimistisch, aber dass man da vielleicht versucht, doch ein bisschen dagegen zu steuern, dass es eben nicht zu so einer extremen Zentralisierung kommt wie jetzt, wenn auch, man sieht in Deutschland, viele Hochschulen springen jetzt auch auf den Zug auf und wollen Kurse auf Coursera anbieten, um auch Einführungsveranstaltungen outzusourcen, zum Beispiel. Ich würde ganz kurz auf deine ursprüngliche Frage zurückkommen, was das denn jetzt eigentlich ist im Äquivalent der alten Formate. Meiner Meinung nach hat das eigentlich Elemente von allen klassischen Formaten, natürlich die Vorlesung, aber vor allen Dingen ganz wichtig. Hat es ist jetzt was? Das MOOC-Format, so wie es jetzt viel diskutiert wird. Das X-MOOC-Format, ja. Es hat natürlich diesen Vorlesungscharakter, weil es dieses Input-Element gibt. Es hat aber auch ganz dezidiert auf jeden Fall den Übungscharakter, weil eben Aufgaben darin bearbeitet werden und es halt interaktive Elemente gibt. Und aber es hat meiner Meinung nach auch durchaus einen Seminarcharakter, da die Studierenden ja untereinander miteinander diskutieren. Dementsprechend dieser Aspekt dessen, was ein Seminar im Wesentlichen ausmacht, nämlich dass die Studierenden untereinander miteinander ein Thema sich erarbeiten, da ja eine ganz wesentliche Rolle spielt. Markus Daimann, wenn jetzt das schon alles abgedeckt wird durch die X-MOOCs, was wäre dann für die C-MOOCs noch das Alleinstellungsmerkmal oder das, was interessant wäre an den C-MOOCs? Ja, dass man wegkommt von einer geschlossenen Plattform und dass man, also er hat jetzt gesagt, das findet sich viele Elemente wieder, aber die bringen wirklich noch was Neues, nämlich diese Einschränkung. Es gibt ja bei Coursera auch so einen sogenannten Code of Honor, was man tun darf und was nicht, und das ist einfach für mich so eine Einschränkung des Lernverhaltens, also wo ich eigentlich denke, das muss frei sein und es geht eigentlich dann eher gegen... Was darf man zum Beispiel nicht? Ja, die Materialien darf man nur in vorgegebener Weise nutzen. Nein, die iPad Minis waren nicht zum Mitnehmen gedacht. Da hat einer wohl den Code of Honor gebrochen. Also man darf die Materialien nicht mitnehmen? Ja, man darf sie nur für den Kurs verwenden und nicht darüber hinaus. Und die eigentliche Idee hinter OER ist ja da drin, dass ich das nach meinen Bedürfnissen adaptieren kann, verändern kann, um da wirklich auch Mehrwert draus zu haben und nicht einfach nehmen, wie es ist und weg von diesem Standard-Urheberrecht, sondern versuchen, es kreativer zu verwenden. Wobei ja durchaus man sagen muss,
dass die Studierenden ja eigene Dinge einbringen, Sachen, die sie im Web gefunden haben, auch eben im Rahmen dieser Frage- und Antwortmechanismen Informationen zusammentragen, also auch Aspekte dessen, was in den SIMOOCs passiert, eben sich dieses gemeinsam dieses Thema erschließen, findet ja auch als ein Teilaspekt von den XMOOCs statt, wenngleich das natürlich im Wesentlichen sich auf der Plattform abspielt. Wobei es aber auch da, es gibt ja durchaus auch Facebook-Gruppen und so weiter zu den einzelnen MOOC-Veranstaltungen. Klar, aber wenn man dann sieht, die Plattformen, die haben ja natürlich dann auch die Rechte an den Inhalten, und man tritt sie ab bei Facebook, so ähnlich. Und die ist nur mal zu deiner Frage, ne, die CMOOCs, die treten ja auch dafür an, dass man dann so Urheberschaft behält, also wenn ich dann eben auf meinem eigenen Blog, möglichst noch selbst gehostet, wenn ich da eben meine Inhalte oder meine Erlebnisse, Produkte verblocke und da kenntlich mache, also das ist auch offen zugänglich ist, und das ist wie immer der Knackpunkt, also das ist ja auch so ein oft verbreitetes Missverständnis, dass das Alleinstellungsmerkmal, diese Kostenfreiheit ist es natürlich nicht, sondern es geht wirklich um diese Offenheit im Sinne einer freien Wiederverwertbarkeit. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir weiter ausbauen müssen, also dieses Open in Massive Open Online Courses scheint dann ja auch einen sehr breiten Interpretationsspielraum zu öffnen. Ja, das ist auf jeden Fall sicherlich ein schillernder Begriff, also es ist wenn in der Medienberichterstattung von Open die Rede ist, dann geht es wahrscheinlich im Wesentlichen um diese Zugangsfrage. Höre nur ich ihn viel leiser? Wir hören hier vorne anders. Nee, also, okay. Ist okay. Alles gut? Okay. Okay. Ja, also da geht es im Wesentlichen um die Frage, wer hat Zugang? Und das ist ja auch das, was dann natürlich anhand von irgendwie besonders plastischen Beispielen, dem Mädchen aus Pakistan oder so, dargestellt wird, die plötzlich nun Zugang zu etwas hat, was vorher, ja, es zumindest sicherlich deutlich schwieriger für sie gewesen wäre, sich auf eine ähnliche Art und Weise zu erschließen, wenn nicht ja unmöglich. So. Dass es natürlich eben diese ganze andere Diskussion gibt, auch da wiederum eine, die sich tendenziell eher in dieser Szene abspielt, wie eben Creative Commons zum Beispiel, also genau, wer hat welche Urheber- und Nutzungsrechte an Materialien und die Möglichkeiten, Sachen zu remixen. Kann ich jetzt also aus dem Kurs das Video Nummer 3 aus dem einen Kurs und das Video Nummer 5 aus dem anderen nehmen und mir daraus meinen eigenen Kurs zusammenbasteln? Das sind natürlich so Fragen, die sind, glaube ich, also da ist auch noch viel zu klären. Es ist aber auch durchaus nachvollziehbar, dass Leute, denke ich, wenn, also außer sie stellen es halt dezidiert unter Creative Commons und sagen, jeder kann machen, was er will, dass sie dann schon irgendwie wissen wollen, wer macht was mit dem Werk, was ich da mal ursprünglich produziert habe. Und da ist momentan, glaube ich, einfach weil noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung sich das entwickelt, ist da, glaube ich, noch viel Klärungsbedarf. So. Aber das, ja, ich finde, das jetzt würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass alles, also alles urheberrechtsgeschützt und ist da jetzt per se ganz böse. Okay, also das ist der eine Open-Begriff, ist der man kann da frei teilnehmen im Sinne von ohne Barrieren, was Vorbedingungen oder was Kosten angeht. Und jetzt nochmal der erweiterte Open-Begriff mit diesem ganzen Creative Commons für die Taxifahrer und Journalisten unter uns. Ja, das bezieht sich dann darauf, das hat er ja schon angedeutet, dass ich es dann verändern darf, also frei, ohne, also weil ich ja explizit die Nutzungsrechte daran zugestellt bekomme, zum Beispiel über Creative Commons, und kann das dann eben wiederverwerten, kann es dann auch sogar manchmal zu kommerziellen Zwecken oder eben nicht, oder ich muss es zu gleichen Bedingungen wieder veröffentlichen. Aber ich wollte noch dazu was sagen, und zwar, was ich mir da wünschen würde für die Zukunft, wäre auch so ein bisschen mehr Transparenz, weil klar ist ja auch, wenn man sich die Kurse anguckt auf Coursera, Udacity, es sind hochwertige Produkte und da steckt natürlich jede Menge Geld dahinter. Ne? Also was kostet so ein Kurs, ich habe irgendwann mal die Zahlen gelesen, auf Coursera zu produzieren, und das ist ja, also das ist schon ein enormer Betrag, und klar ist, das Geld muss ja irgendwie da refinanziert werden. Und wenn man das jetzt aber einseitig verkauft, also im Sinne von verkauft, es ist kostenfrei, dann geht es tendenziell in eine falsche Richtung, weil warum macht man da nicht irgendwie auch eine Regulierung über den Preis und sagt, ja, ihr könnt was dafür, ihr müsst was dafür bezahlen, aber habt dann eben die Möglichkeiten, es zu nutzen. Also das, so geht es ja auch zum Teil in der Open Source Software Bewegung, da ist ja auch, also das ist zum Beispiel Linux ist ja auch quelloffen, aber für gewisse Dinge muss man eben auch bezahlen, weil eben Leistung dahinter steckt. Und wenn ich ein tolles Produkt will, warum soll ich ja nichts zahlen?
Okay, aber da würde ich gerne mal einhaken, weil das ist ja nun eine der Segnungen oder der Flüche, dafür kann man sich jetzt drüber streiten vielleicht, die uns das Internet im Allgemeinen gebracht hat, dass es Geschäftsmodelle gibt, in denen die Nutzer nicht zahlen. Das ist ja, also das kennen wir ja nun alle. Also jeder, der Facebook benutzt oder so, weiß, wie du eben schon sagtest, man ist dann sozusagen Teil selber das Produkt. Ist es mal das Beispiel, wie man sowas refinanzieren kann, ohne dass der Nutzer dafür zahlt? Und denn eine Kostenbarriere schafft ja, limitiert ja immer erstmal den Zugang. Es ist immer erstmal abschreckend. Ich meine, diese Debatte über Studiengebühren haben wir ja in Deutschland lang und breit. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie einen Kurs haben, in dem 10.000 Ingenieurswissenschaftler sitzen, die dort irgendwas lernen, dann gibt es wahrscheinlich in Deutschland hunderte Unternehmen, die potenziell Interesse daran hätten, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Wenn ich jetzt also während der Registrierung sagen kann, ich bin bereit, mir einen Newsletter schicken zu lassen mit Jobangeboten spezifisch, die zu meinem Profil passen, ich sag mal, die meisten Studierenden hätten wahrscheinlich Interesse an Jobangeboten. Also es gibt wenige Leute, die das jetzt also ganz furchtbar belästigend empfinden, wenn man ihnen irgendwie eine Chance eröffnet und sagt so, gut, das, sie müssen das ja nicht machen, wird ja niemand versklavt. Dann wäre das eine Möglichkeit, Geld einzunehmen, was man für die Produktion des Kurses stecken kann, ohne dass die Leute, die am Ende den Kurs besuchen wollen, dafür zahlen müssten. Und das scheint mir durchaus plausibles Dreiecksbeziehung zu sein, wo alle bei gewinnen. Du glaubst dann wirklich, dass in Zukunft auch keiner mehr bereit sein wird, für hochwertige Bildungsinhalte was zu bezahlen? Weil dieses Modell zur Rekrutierung ist ja auch wieder, also geht ja dann von, also betrifft ja nicht den Nutzer, sondern ne, läuft ja im Hintergrund ab. Also ich glaube, die Inhalte selbst, zumindest in bei spezialisierten Inhalten mag das anders sein, im Bereich der Weiterbildung ist es mit Sicherheit anders, aber gerade im Einführungsbereich würde ich davon ausgehen, dass der Zugang da mehr oder weniger frei sein wird, einfach weil es irgendwen geben wird, der es produziert und sobald es dann einmal da ist, ist die Konkurrenzsituation für jemanden, der für dasselbe oder ähnliches Geld nehmen will, dann doch sehr schwierig. Es geht dann, glaube ich, eher um andere Fragen, wie eben das ganze Prüfungswesen. Da ist es ja so, wenn man das in qualitativ hochwertiger Form abbilden will, gut, haben wir jetzt gerade den großen Artikel gelesen in der New York Times vielleicht zum Thema Autograding von Essays durch Nehmen wir an, wir hätten ihn nicht gelesen. Ja, also, na gut, es gibt Überlegungen, dass man auch eben längere Texte, Essays und so per Computer korrigieren lassen kann. Also die ganze Idee aus der künstlichen Intelligenzszene, auch da wieder getrieben halt durch die Informatik, die sagt, da können wir mit hinreichend guter Wahrscheinlichkeit sagen, dieses Essay ist gut oder schlecht, als dass man das auch nutzen kann. Kenne ich mich zu wenig mit aus, will ich jetzt nicht einschätzen, aber sagen wir so, solange das nicht wirklich hinreichend funktioniert, wird das Prüfungswesen immer relativ personalintensiv sein und somit eben auch kostenintensiv. Das kann also durchaus was sein, wo denke ich, dann eine Dienstleistung hinreichend hoher Wertigkeit sozusagen erbracht wird, dass Leute da weiterhin für zahlen. Aber ich glaube, die Tatsache, dass die marginalen Kosten für den reinen Zugang praktisch null sind, ist da eigentlich kein Geschäft mitzumachen mit dem Zugang, sondern mit dem, wo ich wirklich der Einzelperson, also wo ich Wertschöpfung verbringe, die der Einzelperson nutzt und die mich was kostet, da werden sich, glaube ich, die Geschäftsmodelle hin entwickeln. Wir sind jetzt einmal vom Thema Offenheit eben weggekommen, weil das im Rahmen der ganzen Initiative, die jetzt in den letzten 4 Monaten gelaufen ist, eine ganz große Rolle gespielt hat, würde ich da nochmal nachfragen. Markus Daimann hat das Plädoyer gehalten für ein weiteres Verständnis für Offenheit. Warum eigentlich? Also wofür? Warum soll ich, reicht es mir nicht aus, wenn ich mir diese Materialien angucken und zu Hause ja auch damit machen kann, was ich will? Ja, weil es für mich einfach auch so eine Idee von Wissenschaft, von Forschung widerspiegelt oder reflektiert, wo es eben darum geht, es sollte nachvollziehbar sein, offen zugänglich, also, diese Open Access Geschichte, dass die eben hochgehalten wird, also dass ich freien Zugang, also das ist für mich so die Grundvoraussetzung überhaupt, also dass ich freien Zugang habe. Die Frage der,
ob ich es dann wieder verwerten muss oder kann, da bin ich auch nicht so dogmatisch und sage, jeder muss es tun, sondern aber, dass einfach eine größere Bewusstheit geschaffen wird, dass die Leute wissen, ich kann dazu was beitragen, wenn andere eine Präsentation vorbereiten, müssen nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen, 50 PowerPoint-Folien zu erstellen, sondern können sich aus einem Repositorium bedienen. Also ich finde es ja auch gut, in diese Richtung zu arbeiten, und ich glaube, das macht ja auch, also ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen würden, wir finden das per se schlecht, ja, sondern es ist eher eine Frage, genau, wer profitiert davon wie und wie kann ich sicherstellen, dass irgendwie die Sachen nicht so gebraucht werden, wie ich das nicht möchte. Im Prinzip eine Diskussion, die wir im Urheberrecht ja insgesamt haben, aber es ist ja, also meiner Meinung nach stellt die Situation der MOOCs schon mal einen großen Fortschritt gegenüber dem Status quo da, dass man dann irgendwie von da, dass man da nicht aufhört, es versteht sich, glaube ich, auch von selber. Aber es ist ja nicht so, als würde jetzt irgendwas reguliert, was vorher immer völlig frei war, weil wir noch nie für ein Buch irgendwas bezahlt haben oder für den Zugang zu einer Fachzeitschrift. Ich meine, all das ist ja die Realität des Status quo. Da kann man jetzt sagen, das ist beklagenswert. Und wie gesagt, im Bereich der wissenschaftlichen Forschung sehe ich diese ganze Open Access Debatte, da wäre ich ganz vorne mit dabei zu sagen, das ist eine große Schweinerei, dass der Staat sozusagen den kompletten Wertschöpfungsprozess erbringt und dann auch am Ende dafür bezahlt. So bin ich sofort dabei, aber ich glaube, die Situation ist hier doch deutlich anders gelagert. Dann schauen wir mal auf die gesellschaftliche Ebene. Also was bedeutet das, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht ein Hype ist, sondern dass es auch nächstes Jahr dort Fortentwicklung gibt und vielleicht auch deutliche Ausdehnung des Feldes insgesamt? Die eine Seite sagt, das ist jetzt sozusagen die große Demokratisierung von Bildung. Wir haben dieses Ideal, das in zumindest allen Zeitungsartikeln beschworen wird, dass jetzt das Mädchen in Pakistan auch an den Kursen zu Maschinenbau teilnehmen kann und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn wir uns angucken, die Statistik, wer tatsächlich teilnimmt, ist es doch deutlich weniger Mädchen aus Pakistan und deutlich mehr Leute mit akademischem Abschluss in den USA, Weiße mit Abschluss in den USA, wenn man sich das bei, ich glaube, Coursera war diese Zwischenauswertung anguckt. Auf der anderen Seite gibt es diese, du hast, glaube ich, in einem Aufsatz geschrieben von quasi dem neoliberalen Ausverkauf der Bildung. Kann beides richtig sein? Ja, für mich stellt sich da die Frage, oder also den Punkt, den ich machen möchte, ist, der Riesenhype um MOOCs, ne, 2012, Jahr des MOOCs. Warum ist es so? Und meiner Meinung nach ist es so, weil die Hochschulen über viele, viele Jahre verschlafen haben, sich der, wie es da oben auch steht, digitalen Gesellschaft zu stellen. Und das ist also für mich wirklich das Grundthema, wo es auch hingeht. Also dass wirklich die Hochschulen, also wenn ich von der Hochschule komme, sprechen darf, ist es wirklich so, dass die Hochschulen da aufpassen müssen, dass sie sich gucken müssen, was ist überhaupt unser Kerngeschäft nach wie vor, ne? Weil wenn ich Inhalte überhaupt noch überall frei bekomme, ne? Prüfung, Zertifizierung, und ich denke, ein Aspekt wird auch vielleicht sein, dass man das noch stärker machen muss, ist so dieses Betreuungsaspekt, also dass man vielleicht auch so eine lokale Gemeinschaft hat, die jetzt aber nicht unter so einem Label Coursera läuft, sondern wirklich, dass ich dann noch zu meiner Hochschule komme. Da müssen also die Hochschulen wirklich in der Zukunft sehr aufpassen, dass sie da nicht den Trend verschlafen, weil wenn man sich anguckt, die sind ja jetzt wirklich total bereit oder freuen sich ja, dass es da gibt, und Rektoren aus München und so, die freuen sich auch, dass sie jetzt ihre Kurse auf Coursera anbieten, und das ist für mich doch schon ein Punkt, wo man stärker drüber nachdenken müsste, was denn eigentlich dahinter steckt. Dass man eben versucht, also wir die gesellschaftliche Ebene, also brauchen wir eine Hochschule noch, wie sieht die Hochschule der Zukunft aus, was kann sie leisten und welche Prozesse kann man eben outsourcen. Das ist ja das große Thema Unbundling, was man früher aus der Musikindustrie kennt. Früher musste man eine ganze CD kaufen, obwohl man nur zwei Lieder mochte. Heute lade ich mir einen MP3 bei iTunes oder kaufe ich mir einen MP3 bei iTunes. Und so betrifft das natürlich jetzt auch die Hochschulen. Die waren über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte lang im Elfenbeinturm mit den großen Mauern wie bei Cambridge und Oxford außenrum. Aber da tut sich ja ganz viel außenrum, und ob die jetzt dann marginalisiert werden oder nicht, da müssen wir sich einmal Gedanken drüber machen. Ist es jetzt ein Plädoyer für die Demokratisierung, also wenn jetzt die Mauern um Cambridge rum fallen durch die MOOCs? Ja, auf der einen Seite schon, also weil der Zugang vergrößert sich, aber
wie gesagt, also ich denke, die Hochschulen müssen einfach das, was sie schon immer gut können, aber die müssen irgendwie so ein Prozess stattfinden, um überhaupt mal wieder so eine Mission, so eine Leitidee zu erstellen, weil wenn jetzt ein junger Mensch sagt, ja, ich möchte jetzt mich im Thema Informatik oder Wirtschaftswissenschaften weiterbilden, was mache ich? Gehe ich zur Humboldt-Universität Berlin oder gucke ich mir jetzt auf Iversity an oder studiere es da? Ne? Die Qualität, ne? Was ist dann der Unterschied? Ne? Also was kann dann die Universität machen, um den Studierenden dann anzulocken? Fragen wir jemanden, der ein Buch Die Universität im 21. Jahrhundert geschrieben hat. Gerade mit dem Fokus auf gesellschaftliche Bedeutung. Also da oben drüber steht hoffentlich auch irgendwo das Collaboratory, Internet und Gesellschaft. Was bedeutet das auch nochmal vielleicht mit Differenzierung USA und Deutschland? Weil ich glaube, wir haben da doch sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Okay, das ist jetzt... Das ist eine und das Ganze in 3 Minuten. Ich wollte gerade sagen, das ist ein weites Feld. Ich überlege auch gerade, wo ich am besten anfange bei dem Thema. Also ich würde sagen, ja, also es gibt diese Demokratisierung im Sinne von, es wird mehr Zugang zu immer mehr Lehrinhalten geben. Das sehe ich erstmal grundsätzlich positiv. Aber dann gibt es natürlich eben auch die Frage danach, genau, was passiert durch dieses Unbundling. Es gibt sicherlich, es wird, glaube ich, neue Dienstleister geben, die einzelne Funktionen der Hochschule, also eben die Lehre, die Zertifizierung, vielleicht die Anerkennung von Portfolios übernehmen, die Prüfungen abnehmen, also dass es einzelne Anbieter gibt, die entlang dieser Wertschöpfungskette, die traditionell komplett von der Universität bedient wurde, einzelne Aspekte davon anbieten. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es sowas wie ein Beta-Haus für Bildung gibt, wo ich eben diesen Sozialisierungs-Diskussionsaspekt und das so on-the-ground-mäßige, das sich bei was Coursera vermessen lässt, dass es das als Dienstleister gibt, die mir also komplementär zu dem Angebot der Online Inhalte dieses traditionelle College-Erlebnis bieten. Ich glaube auch, dass es für viele Hochschulen und vor allen Dingen gerade die, die halt nicht zu den Top-Unis gehören, im Economist-Artikel wurde das so schön zusammengefasst, MOOCs are creating huge opportunities for the best and many problems for the rest, dass da tatsächlich ein Umdenken einsetzen wird, sich eben an Konzentration auf das Kerngeschäft, wie es hier schon so gesagt wurde, diese Inhalte zu nutzen, die Tatsache zu nutzen, dass es da ein breites Angebot gibt, auf das man zurückgreifen kann, um dann in der Präsenz die Dinge zu leisten, die nach wie vor wichtig sein werden, eben die persönliche Betreuung, Interaktion, Mentoring und all diese Themen. Was das Demokratisierungsthema eben auch beinhaltet, eben ist sicherlich die Frage nach der Rolle des Staates. Und Bildung ist auf jeden Fall auch Staatsaufgabe. Ich glaube, wir wollen, es gibt natürlich sicherzustellen, dass es ein zum Beispiel fachlich breites Angebot gibt. Also wenn es jetzt rein den Marktregeln konform ist, Bildungsangebot gäbe und sozusagen die Leute nur noch studieren würden, also nur noch nachgefragt würde, was sich rechnet. Ich meine, die Diskussion hat man in England ganz spannend gehabt. Im Kontext des Brown Reports an dieser Stelle jedem die schönen Artikel von Stefan Collini im London Review of Books ans Herz gelegt. Das ist natürlich eine der wichtigen Debatten, die es dann zu führen gilt. Wie stellen wir sicher, dass die Ausbildung von engagierten Bürgern, die meiner Meinung nach ja Kernaufgabe der Universitäten ist, nicht zu kurz kommt? Zusätzlich oder eben gesagt als etwas, was sozusagen die Basis, die der Staat gewährleisten muss, zu allem anderen, was dann noch online passiert. Und ich glaube, dass, wie gesagt, private Akteure da auch eine ganz wichtige Rolle spielen können, noch ein darüber hinaus ganz, ganz spannendes Angebot zu schaffen. Also, wenn ich was so sagen darf, ich denke, Demokratisierung der Bildung ist ein Ideal, auch wieder so ein Narrative, das erzählt wird, aber die Realität sieht ein bisschen anders da aus. Und da denke ich, wird die Reise eben zur Konzentration und Zentralisierung hingehen, zu diesen großen Anbietern. Schön wäre es wirklich, wenn der Staat da auch diese Aufgabe wahrnimmt. Aber für mich gehört auch, wie das Thema Bildung, was auch meine Profession ist, auch dazu, dass man Menschen dabei hilft, auch Dinge gegen Widerstände zu lernen. Wenn man sich die Dropout-Quoten bei Coursera und so anguckt, oder bei den ersten MOOCs, das war ja auch das
das ganz klare zentrale Problem. Deswegen ist man dann auf die Plattform gegangen, weil man gemerkt hat, am Anfang waren alle dabei und dann hinterher kam es raus, es war wirklich zu offen und zu radikal. Aber man muss trotzdem versuchen zu gewährleisten, dass Menschen auch Dinge lernen, wo sie jetzt gerade keine Lust haben und nicht dann also diese Mentalität dann im Internet wäre, gefällt mir nicht, skip it, schaue ich mir ein neues, nettes Video an, aber mach dann die Prüfung vielleicht nie dazu. Und da muss man eben auch drauf aufpassen. Also was diese Dropout-Raten angeht, ist heute mal ganz interessante Zahlen rausgekommen, die ja immer kolportiert wird, die MOOCs haben katastrophale Dropout-Raten, wird da immer gesagt, meiner Meinung nach müsste man eigentlich viel mehr über die, kann man gar nicht von Dropout-Raten sprechen, weil eben viele Leute sich einfach nur anmelden, weil sie neugierig sind und so weiter. Von denjenigen, die tatsächlich das erste Assignment, was auch immer das dann sein mag, bestehen, oder ich glaube sogar nur versuchen, machen 45% am Ende den Kurs fertig. Also so schlecht ist das mal nicht. Von denen, die dann tatsächlich beabsichtigen, daran überhaupt teilzunehmen. Ja klar, Dropout-Quoten, also das kenne ich ja von der Fernuniversität, das ist, muss man differenzierter sehen, da gebe ich dir vollkommen recht. Und nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wenn man privatwirtschaftlich organisierte Kurse nimmt, die sind ja vielleicht nach anderen Kriterien gestaltet, wie jetzt eine klassische Hochschule, wo es auch wirklich darum geht, Studierende in Anführungszeichen zu quälen mit langweiligen Texten und dass es da eben nicht in Richtung dieses Edutainment gehen wird, sondern wirklich versucht, Bildungsprozesse zu ermöglichen. Wobei ich da sagen würde, da greift ja ab einem bestimmten Punkt auch der Marktmechanismus, wenn die Leute gar nichts mehr lernen, dann hätten sie auch ein Problem damit, dann würden sie es auch nicht nachfragen. Also ich glaube, die Leute werden schon auf jeden Fall durchaus auch anstrengende Sachen lernen wollen, aber wie gesagt, ich glaube, es geht sicherzustellen, dass es auch eine entsprechende Angebotsbreite gibt und nicht alle nur Sachen, die zwar vielleicht anspruchsvoll, aber dann wirklich nur rein funktional sind, sich damit auseinandersetzen. Schauen wir mal, ob Sie noch ein bisschen Streit reinbringen können. Sie sind jetzt hier gerade so fast schon einig. Haben Sie Fragen, Einwürfe, Widersprüche? Bitte. Los Angeles angemeldet. Einen Russischkurs und einen einfach so, um aus Spaß nochmal auf Englisch Mathematik zu machen. Aus Spaß. Warum bin ich beide Male rausgefallen und habe nicht weitergemacht? Ich habe mich abgemeldet innerlich. Weil bei einfachsten Rechenaufgaben waren Rechenfehler drin. Die waren auch nach Monaten nicht verbessert, habe ich einfach nachgeguckt. Wer jemals Seminararbeiten entwickelt hat, auf jeden Fall mit Zahlen, weiß, es sind immer Fehler drin und immer kommt irgendein Student und sagt, guck mal, ist schön. Aber nach einigen Monaten muss das beseitigt sein. So, und warum habe ich es beim Russischen nicht weitergemacht? Beim Russischen, um das Russische phonetisch sauber zu artikulieren, kommt es darauf an, dass man weiß, wo der Akzent ist. Und wenn ich einmal ein Wort an der ersten Stelle sehe mit dem Akzent, ich nenne das jetzt einfach mal schlicht, und das nächste Mal bei den zwei Silben rechts, und zwar noch auf einer Seite, dann ist das nur schludrig gemacht. Aber ich bin auch einer dieser Dropouts gewesen. Danke für den Einwurf. Ich habe vergessen, Sie darauf hinzuweisen, dass diese Kamera Sie aufzeichnet, zumindest mit dem, was Sie sagen. Also, nee, aber wenn Sie auf jeden Fall unbedingt anonym bleiben wollen, dann geben Sie mir Ihre Frage auf den Zettel und ich lese sie vor. Ich habe aber eben eine Wortmeldung, ich glaube, von Luise hier gesehen. Ich glaube, man kriegt dich gut ohne Mikrofon verstanden. Nee, aber das Mikrofon ist notwendig, damit es auf die Kamera kommt. Ja, selbstverständlich. Auch das kriege ich hin. Dieses Stichwort mit den Fehlern war eigentlich ein ganz gutes. Ich habe, glaube ich, drei Punkte. Ihr habt viel diskutiert über USA versus Deutschland. Ja? Und was wir dabei ein bisschen vergessen, ist ja immer der Unterschied zwischen Erziehungs- und Bildungsauftrag, ja? Den wir ja auch zwischen diesen beiden Ländern haben. Und ich glaube, das dominiert so ein bisschen auch die Deutsch-USA-Debatte. Nämlich dahingehend, dass wir in Deutschland ganz häufig über Qualität diskutieren. Und das ist auch gut so. Ja, die anderen Länder führen MOOCs, wie auch immer, digitale Medien viel schneller ein
Und wenn ich so im internationalen Diskurs bin, bekomme ich dann ganz häufig gesagt, ja, und jetzt erwarten wir von euch Deutschen die didaktischen Inhalte. Ja? Wie setzen wir es denn eigentlich richtig ein? Ja? Und ich glaube, über den Punkt sollten wir uns nochmal unterhalten. Ja? Didaktische Szenarien und Qualitätsdebatte. Und vielleicht können ja auch Universitäten, deutsche Universitäten unter anderem dazu einen Beitrag leisten. Nämlich dazu, wie können wir Qualität sicherstellen? Weil wie wird derzeit Qualität sichergestellt? Über das sogenannte Elite-Label von amerikanischen oder britischen Universitäten. Ja? Ein MOOC ist deswegen gut oder attraktiv, weil er aus Stanford kommt. Und das ist auch das, was in dem Artikel ja so anklang und was vielleicht auch eine große Chance für diese kleineren Universitäten, unbekannteren Universitäten ist und wo vielleicht auch die Renommierten unterstützen können. Und ich würde die Frage jetzt gerne erstmal schon aufgreifen und dann gleich Nummer zwei dazu nehmen. Okay. Iversity hat sich ja wahrscheinlich genau diese Frage gerade gestellt. Wie bewerten wir Qualität auch von Konzepten, weil ihr eine Ausschreibung gemacht habt, einen Wettbewerb für Konzepte? Ja gut, ich meine, also man kann es jetzt natürlich nicht auf der Ebene des einzelnen Akzents bewerten vorab bei den Konzepten. Das habe ich schon verstanden. Ja, das verstehe ich schon. Das mag ja alles sein, bloß das können wir halt eben aus dem Konzept nicht ersehen, ob derjenige das so oder so umsetzt, ob der dann die Akzente richtig setzt oder eben nicht. Insofern, auf die Ebene werden wir nicht runterkommen. Ich glaube aber, das ist im Wesentlichen und das gilt allgemein bei dem Thema spezifisch, aber jetzt auch, wie wir das tun, einfach mal machen. Ich glaube, wir müssen einfach ausprobieren. Wir werden natürlich versuchen, die Konzepte auszuwählen, von denen wir uns versprechen, dass sie am besten umgesetzt werden, aber wir können das natürlich auch nicht vorher wissen, aber man wird es einfach ausprobieren müssen und dann gibt es ja eben das Feedback und wenn es dann jemanden gibt, dem auffällt, dass die Akzente falsch gesetzt sind und der das rückmeldet, dann hoffen wir natürlich, dass der Dozent entsprechend reagiert und allgemein gilt natürlich aber auch bei diesem Thema, das ist das erste Jahr, in dem die Leute das machen. Die machen das alle zum ersten Mal. Die machen das zurzeit auch alle ehrenamtlich. Das muss man ja auch sehen, dass dann irgendwie nicht dieselben Qualitätskontrollmechanismen greifen, die vielleicht anderswo etabliert sind. Das ist auch nicht überraschend. Wobei ich auch einwerfen möchte, wer macht denn heute die Qualitätssicherung in der Lehre? Ich meine, es gibt die Semesterendbefragung, in der die Studierenden im Zweifelsfall sagen, es war nicht gut. Aber das war es dann auch und ist dann auch egal. Und wenn jemand das 40 Jahre lang so macht, dann ist das auch egal. Also ich meine, es gibt ja nun Nobelpreisträger, die Seele leer lesen und das kratzt keinen Menschen. Ja? Also insofern ist es ja nicht so, als wäre, das gilt auch nochmal so ein ganz wichtiger allgemeiner Punkt meiner Meinung nach bei dieser Debatte Online-Offline-Qualität, wird immer so getan, als wüssten wir genau, was Qualität offline ist und als würde das immer umgesetzt und das würde sozusagen, wäre, was didaktisch cutting-edge best practice ist, überall flächendeckend umgesetzt, so alle Dozenten lesen immer so die pädagogischen Fachzeitschriften auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich glaube es nicht. Seht ihr denn irgendwie die angesprochene deutsche Schulmeisterrolle, die man in Sachen Didaktik da hätte? Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen missverständlich oder könnte man missverständlich verstehen, wenn man sagt, ja, die Deutschen, die können Qualität und Didaktik, so wie die Deutschen gut Auto bauen können. Ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht, oder ob das so funktioniert, sondern meiner Meinung nach, was vielleicht ein anderes Szenario wäre, dass es eben in Zukunft ganz viele hochwertige Inhalte eben aus Stanford, Harvard gibt, aber dass man die dann eben nehmen könnte und an der lokalen Heimuniversität mit guten Köpfen, weil Didaktik hängt natürlich auch wieder von Köpfen ab. Natürlich, es gibt ganz tolle Didaktik-Lehrbücher und didaktische Modelle hoch und runter, aber natürlich muss auch ein Dozent das entsprechend rüberbringen. Und wenn der eben wie er schon sagt, einfach nur langweiligen Unterricht macht, dann nützt es auch nicht, so wie es digital habe oder im Print, sondern schön wäre dann eben, dass dann diese Inhalte dann wieder an der Universität, so wie es auch das klassische Ideal mal war, also auf Augenhöhe Lehrende und Lernenden, wie hier, ne, Humboldt natürlich, oder dass es eben kreative Köpfe gibt, die, da hätten nämlich die kleineren, der Rest, wie er genannt hat, die Universitäten auch wieder eine Chance, wenn man versucht, da gute Köpfe anzuziehen, die guten Unterricht machen, was aber natürlich, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, im Moment schwierig wird, weil ja alle nach Forschung gehen und natürlich die Lehre darunter leidet.
seht ihr denn überhaupt in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich oder vielleicht sogar nur im europäischen Bereich interessante Ansätze, dass von da die Innovation kommt? Also ich meine, es ist ja auch nicht so, als würde es die Entwicklung... Außer bei Iversity, Entschuldigung. Als würde die Entwicklung in den USA stehen bleiben. Also ich meine, die, wie gesagt, die haben das jetzt alle zum ersten Mal gemacht. Jetzt gibt es vielleicht die ersten Leute, die am zweiten oder dritten MOOC arbeiten. Das wird sich natürlich auch weiter verbessern. Und wir hoffen natürlich auch darauf, dass jetzt im Rahmen des Wettbewerbs wir da auf spannende, innovative Konzepte stoßen von Leuten, die sich sozusagen, mit der ersten Welle an Online-Lehrveranstaltungen, die es jetzt gab, auseinandergesetzt haben und die evaluiert haben. Wir tun das natürlich auch. Das ist ja auch Teil dieses Fellowships, dass wir halt Beratungen sozusagen anbieten und den Leuten so aufbereiten, was wir an Einsichten gewonnen haben aus unserer Auseinandersetzung mit den Plattformen, mit den Lehrangeboten, die es jetzt schon gibt. Und dann wird das, glaube ich, ein iterativer Prozess, das einfach nach und nach weiter zu verbessern. Ich habe da noch ein gutes Beispiel. Das ist schon 2 Jahre her. Das hieß Open Courseware Learning. Von der Universität Tübingen war ein sogenannter Blended MOOC oder Blended Open Online Kurs, wo es darum ging. Eine Seminargruppe, ganz klassisch, arbeitet eine Woche lang, dann wird es geöffnet. Also da wurde eben auch variiert mit dem Thema Openness, Offenheit, weil nicht jeder auch immer bereit ist, das war ja auch bei diesen ersten klassischen MOOCs, seine Dinge frei ins Netz zu stellen, um da nicht Angst hat. Und da also so ein Blended Approach mit Offenheit zu spielen und aber dann auch wieder die bestehenden Möglichkeiten, die bestehenden Traditionen einzubringen, weil so ein Seminar funktioniert ja. Warum muss man es jetzt über den Haufen werfen? Warum hat man jetzt nicht 20 Leute, sondern 200.000? Ich habe 2 Wortmeldungen von da noch. Luises zweite Frage, aber davor würde ich die eine Frage von Ihnen vorziehen. Darf ich noch den letzten Satz, der mir noch nicht gestattet war? Ich finde es spannend, weil genau die Qualitätsdebatte, ja, die ihr gerade aufgegriffen habt, könnte sich ja auch durch die Öffnung der Kurse, nämlich dass ich meine Kurse bei Iversity habe und plötzlich ja andere Dozenten überall schauen können, was mache ich eigentlich, könnte sich ja nochmal ganz neu verschieben, dass ich eben nicht 40 Jahre lang in meinem abgeschlossenen Seminarraum irgendwas mache. Ja? Punkt 1 und Punkt 2, da finde ich, Hannes, hast du Iversity völlig unter den Scheffel gestellt und hast es überhaupt nicht erwähnt, dass natürlich auch so ein Kurs dafür geeignet ist, Social Learning anzuregen, kollaboratives Arbeiten anzuregen, was aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung als Hochschuldozentin immer noch eine Utopie ist, dass Studierende zusammen einen Text lesen, wenn sie den analog vor sich liegen haben. Wenn ich sie aber ein bisschen gesteuert zwinge, das über Iversity zu tun, dann habe ich damit schon zumindest kleine Erfolge erzielt. Und das hast du vergessen zu erwähnen, das wollte ich noch ergänzen und jetzt bin ich fertig. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt einbringen, und zwar das ganze Thema Internationalität oder Internationalisierung. Ich habe selbst jetzt an 2 MOOCs teilgenommen und die auch bestanden. Einmal Stanford, pädagogischer Bereich, und jetzt an dem ersten deutschen MOOC der Leuphana. Der geht jetzt gerade zu Ende. Und was ich total interessant fand, international im Team zu arbeiten, also mit Studenten aus oder Studierenden aus anderen Ländern zu arbeiten und zu sehen, was dann auch inhaltlich dabei rauskommt. Also zu sehen, jetzt der Leuphana-Kurs geht über Stadtplanung, die ideale Stadt, da zu sehen, wie sehen denn Chinesen eben die ideale Stadt und was kommt da als Gemeinschaftsprodukt raus. Und ich glaube, dass MOOCs eine tolle Chance sind, für Universitäten eine Internationalität reinzubringen, die sie sonst nur zu sehr, sehr hohen Kosten oder auch quasi überhaupt nicht bekommen könnten. Guter Vielleicht Punkt. Auch ganz kurz, Diversität, man könnte es noch ein bisschen weiterfassen. Ne? Also es geht ja nicht um Internationalität, aber auch Leute studieren in unterschiedlichen Lebensalters und so. Also da gibt es, glaube ich, natürlich auch wahnsinnig viel Potenzial, und das ist auch was, was viele Dozenten animiert, zu sagen, hey, ich kann mein Thema in einer ganz anderen Zielgruppe zugänglich machen und habe dann auch selber was davon zu sehen, wie, was weiß ich, eine soziologische Theorie von Leuten aus 50 verschiedenen Ländern diskutiert wird. Wo wir beim Loben sind, also falls Sie das Leuphana-Konzept nicht kennen, gucken Sie sich das mal an, die verstecken das leider ein bisschen, protzen mit den vielen Namen, die sie dabei haben, aber haben ein wirklich tolles, ambitioniertes Konzept auch dahinter stehen. Also wenn wir nach positiven Beispielen suchen, müssen wir gar nicht so weit gucken. Sie hatten einen Beitrag. Ja, also ich wollte auch nochmal gerne was sagen, und zwar
Mir wurden jetzt diese X-MOOCs von Stanford und Udacity zu sehr gehypt. Also ich finde auch, es wurde so ein bisschen dargestellt, als ob das jetzt so die eigentlichen MOOCs seien und dass das, was 2008 von Stephen Downes und George Siemens in Kanada entwickelt wurde, nämlich die sogenannten C-MOOCs, eher so, naja, unbedeutend sei. Und das finde ich überhaupt nicht. Also gerade wenn wir hier über Demokratisierung sprechen, über Demokratisierung von Bildung, finde ich, geben die C-MOOCs den eigentlichen und den ganz wichtigen Aspekt. Und da gibt es auch schon einen Trend hier in Deutschland. Es gibt also etliche C-MOOCs, die hier schon stattgefunden haben, die auch sehr erfolgreich stattgefunden haben. Heute startet zum Beispiel der sogenannte CoR 13, für alle, die sich interessieren. Und ich finde, dass diese C-MOOCs in eine Didaktik, wenn man da überhaupt von Didaktik sprechen kann, bieten, wo einfach ein Ermöglichungsraum für Lernen und für Austausch zwischen den Lernenden vorbereitet wird oder geboten wird. Und ich sehe eher bei den X-MOOCs, die ich auch schon ausprobiert habe, da hat man wirklich noch zum Teil dieses alte Trichtermodell. Du hast hier das Material, hier hast du ein paar Fragen, vielleicht, wenn du magst, tauschst du dich aus. Aber das, finde ich, ist nicht Lernen in einem Sinn vom 21. Jahrhundert. Das Lernen passiert im Kopf der Lernenden. Und sowas, finde ich, kann über ein C-MOOC tausendmal besser stattfinden, als über das, was da jetzt von den großen Universitäten entwickelt wurde. Und bei denen habe ich auch den Verdacht, Sie haben es auch angesprochen, es geht ja auch um Outsourcing, es geht um Geschäftsmodelle, es geht darum, Bildung irgendwie in einem gewissen Sinne billig zu machen und hinterher zu verkaufen. Ja. Danke für Ihre Rückmeldung. Also Sie haben da am Schluss auch noch ein Wort gesagt, kann. Und ich habe auch zu Beginn gedacht, so wie Sie. Und mittlerweile sehe ich das ganz anders da. Weil ich denke, das ist einfach eine Illusion. Die Realität sieht anders aus. Dieser CoR findet jetzt zum dritten Mal statt. Es ging nur OPCO 11, 12, jetzt CoR 13. Wer nimmt da teil? Das sind immer die gleichen. Das ist ein ganz marginaler Teil der Gesamtbevölkerung. Für mich ist das keine Demokratisierung der Bildung. Außerdem, großes Problem, diese MOOCs oder C-MOOCs sind alle selbstreferenziell. Das heißt, es geht immer nur um MOOC, Zukunft des Lernens, Zukunft der digitalen Gesellschaft. Und da verschenkt man meiner Meinung nach unheimlich viel Potenzial, weil man das auch, also weil die Denkart muss sich ändern. Und man muss auch wegkommen von diesem Ideal Demokratisierung der Bildung. Was heißt das denn konkret? Also wenn alles kann, aber wollen das alle? Wollen alle auf einmal ihre Ergebnisse offen zuteil haben? Wollen alle twittern, bloggen oder auf Podcasts auf einmal erscheinen? Denke ich nicht. Und deswegen, also da muss man schon, also ich plädiere dafür, dass man das viel stärker hinterfragt, was das wirklich heißt. Weil da wird einfach mit Bildung für alle, Demokratisierung von Bildung, wird einfach mit Schlagworten hantiert, ohne überhaupt zu überdenken, was das denn konkret heißt. Also ich würde auch sagen, es gibt einfach sehr unterschiedliche, also es gibt unterschiedliche Arten von Lehrveranstaltungen, unterschiedliche Arten von Wissen, die auf unterschiedliche Art und Weise man sich erschließen kann oder eben vermittelt bekommt. Und ich glaube, da liegt in dieser Begrifflichkeit, liegt auch schon so ein bisschen, liegen da so die Unterschiede angelegt. Es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich, / muss ich mir einfach drauf schaffen. Und ich sag mal, die Einführung in die Statistik, das muss ich mir jetzt nicht diskursiv erschließen, sondern das muss mir irgendjemand einmal so sagen, wie es nun mal ist, und dann habe ich es irgendwie verstanden oder hoffentlich. Und wenn nicht, dann habe ich bei MOOC ja die schöne Möglichkeit, einfach wieder auf nochmal das Video nochmal abzuspielen. Und dann gibt es eben andere Themen, die halt, wo es eher um eine Debatte, einen Diskurs zum bestimmten Thema geht, aber wie auch da gerade gesagt wurde, das ist einfach eine andere Form von Lernen, die sicherlich auch total relevant ist, die meiner Meinung nach aber auch sehr gut in der Präsenz zum Beispiel abgebildet werden kann. Wie gesagt, ich glaube, mit anderen Leuten zu diskutieren ist und wird auf jeden Fall immer wichtig bleiben, aber ich meine, natürlich da der Aspekt, der eben schon hier anklang, Internationalisierung, Diversität der Studierenden, das kann natürlich auch bei so einem diskursiven Thema gerade total spannend sein. Wenn jetzt gesagt wird, die sind auch sehr erfolgreich gewesen, dann ist natürlich auch die Frage, wessen Perspektive ist das da drauf. Meines Wissens hat an den größten Veranstaltungen dieser C-MOOC-Art 1100 Leute teilgenommen. Nun ist irgendwie Quantität nicht notwendigerweise ein Maßstab für Qualität, aber es ist auf jeden Fall eher ein Nischenphänomen geblieben als Coursera, wo es jetzt 3 Millionen angemeldete Nutzer gibt, die
und irgendwie 300.000 Leute, die erfolgreich einen Kurs absolviert haben. Also das, ja, aber dabei würde ich jetzt auch überlassen. Ja, ich würde das gerne jetzt als Ausgangspunkt für die Vorlage nehmen, für die Peer-to-Peer-Streitgespräche, die wir gleich führen können. Geht es jetzt, wenn ihr kurz eine Prognose abgibt, tatsächlich eher in Richtung einer Annäherung? Wird es so sein, dass die CMOOCs weiter so ein Nischendasein führen oder versucht man das zusammenzubringen? Also ich meine, wenn ich mir sowas angucke wie Open Course World, die haben jetzt auch so einen Menüpunkt wie Social Media, dahinter befindet sich ein Diskussionsforum. Ist das irgendwie so schon der Versuch, zumindest irgendwelche Annäherung dazwischen zu schaffen oder was ist eure Prognose? Meiner Meinung nach, es hält ja niemanden irgendwen davon ab, völlig frei in der ganzen Blogosphäre, wie man das früher mal so genannt hat, vor ein paar Jahren, sich parallel zu dem Input durch einen Lehrenden zu einem MOOC-Thema auszutauschen. Also es ist ja nicht so, wenn man sagt, der CMOOC ist dadurch gekennzeichnet, dass alles frei ist und es möglichst wenig Struktur gibt, dann würde ich sagen, ja prima, dann MOOCt doch. So, also dann brauche ich ja irgendwie einen Hashtag vielleicht und irgendwie eine Facebook-Gruppe und dann kann ich mich hier den Leuten, mit denen ich über das, was da an Input vom Dozenten kommt, hinaus irgendwie diskutieren möchte, so viel diskutieren, also, wie ich mag. Also ich, was ich nicht so richtig verstehe, ist, ich habe so ein bisschen den Eindruck häufig, dass von den Leuten, die 2008 und in den folgenden Jahren sich dieses CMOOC-Phänomen sozusagen erarbeitet haben, dass die jetzt so leidig reagieren, dass die Presse, wie gesagt, ihnen ihren Begriff geklaut hat. So, aber also von denjenigen, die diese X-MOOCs machen, ich glaube, niemand will jemanden daran hindern, dass da diskutiert wird oder so. Also ich sehe diesen Antagonismus eigentlich nicht so wirklich. Ja, sehe ich ähnlich. Also für mich, diese C-MOOCs wird sich, oder wäre schön, wenn sie sich als digitale Kulturtechnik etabliert. Also wie er gerade gesagt hat, dass jeder sagt, jetzt möchte ich mal mit mich an damit vernetzen, weltweit zum Thema diskutieren, kann ich es jederzeit machen. Das ist ja auch gerade die Idee, dass man da wenig Beschränkungen hat. Die X-MOOCs, die bieten einfach die Vorteile, dass die Produkte hochwertig sind, qualitativ gut. Gibt natürlich jede Menge noch zu kritisieren, ganz klar. Aber ich denke, da wird schon der Trend hingehen. Und man muss eben aufpassen und die Entwicklung genau beobachten, um dann eben auch auf Fehlentwicklungen hinweisen zu können. Aber nochmal zu diesen CMOOCs. Das Problem ist ja, das hängt immer an allen wenigen, ne? Stephen Downs, George Simmons, aber wer ist denn bereit, so viel Aufwand zu bringen? Oder jetzt in Deutschland, ne? eTeaching.org. Die machen eine super Arbeit, aber das kann man natürlich auch nicht repräsentativ sehen. Ne? Wer hat denn da dazu Lust, immer so ein großes Angebot zu machen? Also da bin ich auch skeptisch, also ob die jedes Jahr dann immer noch so einen Kurs anbieten oder ob die irgendwann sagen, wir können uns auch irgendwann mal zum Kaffee treffen und da die Entwicklung diskutieren, weil ja immer die gleichen dabei sind. Also das ist sehr polemisch, aber ich will nur mal die Natur des Streitgespräches hochhalten. Sehr gut, sehr gut. Damit wir gleich noch was zu diskutieren haben, dann doch noch von meiner Seite aus in Anschluss daran, dass es vielleicht doch auch zu einem tatsächlich Gegeneinander kommt, dass man noch so ein bisschen ausfechtet, dass da grundsätzliche Annahmen hinterstehen. Ich habe bis vor 14 Stunden in Cambridge gesessen, wo wir übers Wochenende gemeinsam eine Initiative gegründet haben, die Reclaim Open heißt und der Arbeitstitel, der nicht nach außen dringen sollte, jetzt müssen Sie die Kamera ausmachen, war die Anti-MOOC Brigade. Insofern glaube ich, dass tatsächlich auch noch da was passieren wird, tatsächlich in den nächsten Jahren, wo es nochmal um grundsätzliche Streitgespräche gehen wird. Ich hoffe, dass wir das gleich hier noch gemeinsam fortsetzen werden. Davor kommen noch Christine Nahr und Luise Ludwig mit ganz vielen tollen Nachrichten und Ergebnissen. Jetzt aber erstmal ein großes Dankeschön an Sie, die mitgestritten haben und noch mitstreiten werden hoffentlich und an unsere beiden Diskutanten Hannes Klepper und Markus Daimann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Staffelstab. Vielen Dank. Ich möchte euch jetzt, ihr könnt auch gerne sitzen bleiben. Wir würden jetzt kurz zum weiteren Programmpunkt kommen, und zwar den Abschlussbericht gerne kurz vorstellen. Und die zwei Herren da hinten haben ihn bereits in der Hand. Das ist für viele von uns, die hier im Raum sind, ein wichtiges, also ein schönes, ob wichtig ist, weiß ich nicht, aber ein schönes Ereignis, das tatsächlich interessanterweise auf gedrucktem Papier ist, anders wahrgenommen wird, zumindest in meiner Welt. Aber kurz noch zum Verlauf der Initiative. Wir haben uns das erste Mal getroffen im
Oktober 2012 und dann gab es 3 sehr, sehr schöne Workshops mit insgesamt 35 Expertinnen und Experten. Viele von euch sind heute hier und wir haben sozusagen hier mit dem Einstieg auch ein Stück weit zeigen wollen, einen Eindruck geben wollen, wie wir gearbeitet haben, an welchen Themen wir gearbeitet haben, um das Ganze auch ein bisschen konkreter zu machen. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis davon, was auch das Streitgespräch der beiden in schriftlicher Form gibt es dann auch im Abschlussbericht zum Beispiel. Zum Verlauf noch ganz kurz, wir hatten eine Abschlussveranstaltung am 30.01., die die für uns auch sehr erfolgreich war. Und dann gab es eben noch eine Zeit der Produktion des Abschlussberichts. Insofern ist er jetzt gedruckt, seit Freitag auch da. Und ich würde kurz noch was zu den allgemeinen Fragen sagen vielleicht, die wir uns gestellt haben und wo wir versucht haben, im Abschlussband Antworten zu finden. Was bedeutet Lernen in der digitalen Gesellschaft überhaupt? Welche Chancen gibt es? Was gibt es aktuell für Phänomene, die sich um uns herum tummeln? Zum Beispiel ein Thema wie MOOCs ist ein aktuelles Phänomen, das wir aufgegriffen haben und versucht haben, damit einen Diskurs anzuregen und so weiter. Das dazu, warum haben wir das gemacht? Wir wollten Ziele formulieren, wir wollten Anstöße schaffen, zum Beispiel eben mit einem Streitgespräch, wie das heute abgelaufen ist. Und zum Ansatz würde Luise gerne noch was sagen, deswegen übergebe ich das Wort gerne. Genau, ja. Jetzt habe ich zu viel zum Halten. Genau, bevor Sie jetzt endlich auch diesen Band, über den wir wirklich so froh sind, dass er jetzt in gedruckter Form vorliegt, weil es irgendwie viel schwieriger ist, was mit Druckdeadlines fertigzustellen, als wenn wir Ihnen hätten heute den Link zum Dokument schicken können. Und das uns wirklich ziemlich gestresst hat, dieses gedruckte Werk 14 Tage vor diesem Termin heute fertig zu haben und so weiter. Bevor Sie den jetzt bekommen, möchte ich Ihnen das Besondere daran sagen, aus meiner Sicht, was das Besondere ist, dass ich erstmals in einem sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz, und das hat man ja heute auch in diesem Streitgespräch mit Augenzwinkern gesehen, weil da waren das ja auch so fast 2 verschiedene Protagonisten aus 2 verschiedenen Bereichen, dass aus meiner Sicht das Besondere daran ist, dass ich im Bereich Bildung verschiedene Akteure aus Wirtschaft, aus Praxis, aus Wissenschaft gemeinsam an dieses Thema gemacht haben und gemeinsam sozusagen in einem Rundumblick dieses Thema bearbeitet haben. Und die haben dieses Thema nicht abschließend bearbeitet. Wir haben da auch am 30.01. schon ganz viele Leute ganz bitter enttäuschen müssen, weil wir weder Patentrezepte liefern können. Mit Rezepten ist das eh in Pädagogik, Bildung und Wissenschaft immer so ein Problem, haben Sie vielleicht heute auch schon mitbekommen. Aber das können wir nicht liefern, wir können Denkanstöße liefern. Und das haben wir getan und das heißt jetzt so Abschlussbericht, mir ist es immer erst beim Schreiben dieses Vorworts vom Band so aufgefallen, dass dieser Abschlussbericht irgendwie so endgültig klingt. Aber für uns, und dass der Begriff Abschlussbericht da völlig irreführend ist, weil das ist überhaupt kein Abschluss. Wenn es überhaupt ein Abschluss ist, dann ist es ein Abschluss dieser extrem intensiven Arbeitsphase. Weil Sie dürfen auch nicht vergessen, das Buch ist heute erschienen und wir haben uns im Oktober in der Konstellation das erste Mal getroffen. Ja, also für die Wissenschaft würde ich jetzt mal sagen, es ist eine Revolution. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Herausgeberband in so einer kurzen Zeit fertiggestellt worden ist und dann auch noch mit so einem Umfang. Klatschen Sie ruhig mal. Für die ganzen Expertinnen und Experten, die daran so intensiv mitgearbeitet haben und natürlich für Christine Nah, die die meisten Leiden was weiß ich auch immer, Freuden, Leiden, alles Mögliche ertragen musste. Aber das ist kein Abschlussbericht, nur für diese erste Arbeitsphase, sondern wir sind ja entstanden aus einer Uhu, wir haben schon vorher in anderen Konstellationen zusammengearbeitet, hier in der Uhu, digitale Integration und Medienkompetenz und wir werden das auch weiter tun. Jetzt hoffentlich mit ganz vielen neuen Akteuren und wenn Sie heute einfach nur als Zuhörerin oder Zuhörer gekommen sind, dann bleiben Sie einfach da und hören Sie sich an, was wir als nächstes so vorhaben, bringen Sie eigene Ideen mit ein und arbeiten Sie mit in dieser Uhu und dann werden Sie merken, dass das überhaupt kein Abschluss ist, sondern eigentlich ein Auftakt zu ganz vielem Neuen. Und
Alles Weitere würde ich jetzt vorschlagen, weil ich persönlich ganz sehr Durst habe, dass jetzt der Jan und der Daniel so nett sind und ihnen endlich ihr persönliches Exemplar in die Hand drücken, sie reinschauen und fast alle derjenigen, die mitgeschrieben, mitgedacht und mitgelitten und sich mitgefreut haben, sitzen heute hier im Publikum. Sprechen Sie sie einfach an und fragen Sie, wenn Sie Fragen haben. Wir sind bis 17 Uhr hier und bevor ich nochmal an die Christine übergebe, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, Christine, auch vor allem bedanken dafür, dass du diese 7. Initiative mit uns gestaltet hast, für uns gelenkt und geleitet hast und dass wir das heute geschafft haben, diesen Band hier am 8.4. zu präsentieren. Ich war immer ganz skeptisch und hätte das nie gedacht und wir haben das wirklich dir zu verdanken. Ganz, ganz herzlichen Dank und würde um ganz herzlichen Applaus bitten. Es steht mir aber nicht zu, das letzte Wort zu haben, sondern es steht dir zu, deswegen übergebe ich nochmal an dich. Jetzt bin ich ganz gerührt, jetzt kannst du mich ja nicht hier so stehen lassen. Ich bedanke mich, komm, bleib noch mal ein bisschen da. Ich bedanke mich ganz, ganz doll, es war eine richtig tolle Zeit, anstrengend natürlich, klar, auch sehr anstrengend manchmal, aber es war richtig toll und ich möchte das vor allem euch, die da hier ganz viele auch da sind und wiedergekommen sind und ganz lange Mails von mir lesen mussten oder vielleicht auch nicht getan haben. Ach, ich weiß es nicht. Ich freue mich, dass wir heute hier sind, dass wir weitermachen. Das würde mich ganz besonders freuen, wenn wir an den Sachen, die wir gemeinsam jetzt angefangen haben, auch tatsächlich weitermachen. Aber erstmal ein bisschen Pause. Es gibt was zu essen gleich, es gibt was zu trinken gleich und dann können wir so langsam in den entspannten Austausch teilkommen, den wir uns alle verdient haben. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Thank you.